In der Nacht zum Mittwoch kam es im Kirchheimer Nanz-Center zu einem Feuerwehreinsatz. Bei Reparaturarbeiten wurde versehentlich eine Leitung der Kühlanlage beschädigt und Kühlmittel verteilte sich im Verkaufsraum des Einkaufszentrums. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz nahm die Kirchheimer Feuerwehr mit Unterstützung des Messzuges aus Ostfildern Messungen durch und konnte das Leck schließen und das Gebäude belüften. Eine Spezialfirma kümmert sich um die Reparatur der Leitung. Verletzte gab es bei diesem Einsatz nicht. Die Stuttgarter Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Die Kirchheimer Feuerwehr und der Messzug Ostfildern waren mit 10 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war zur Absicherung ebenfalls vor Ort.